Ein Foto nach Monaten der Arbeit. Die niederländische Architektin Petra Bles im Amsterdamer Van Gogh Museum. Das Design der Ausstellungsräume ist von ihr. Eine Herausforderung. Als ich das erste Mal wieder hier hereinkam, dachte ich, hey, das Blau ist nicht das Blau, das wir gewählt haben. Doch dann sagte der Lichtingenieur, doch, doch, und schaltete das Licht aus. Und ja, es ist tatsächlich unser Blau. Licht verändert alles. Licht und Farbe. Das Zusammenspiel ist das Konzept. Vor ein paar Wochen sieht es hier noch so aus. Hier machen wir alles hellblau, bis ganz oben. Zu Beginn ihrer Karriere in den 70er Jahren hat Petra Bles an der Gestaltung von Ausstellungen mitgearbeitet. Heute plant sie selbst, eigentlich. Dieses Projekt ist völlig anders als alle anderen, denn hier ist die Architektur gegeben. Normalerweise entwickeln wir ein Gebäude, den ganzen Stil, gemeinsam mit den Architekten von Anfang an. Wie hier in Chicago, in den USA. Das Illinois Institute for Technology. Petra Bles hat das Innendesign und die Außenanlagen mitentworfen. Gemeinsam mit ihrem Partner, dem weltberühmten niederländischen Architekten Rem Koolhaas. Mit ihm arbeitet sie seit mehr als 3 Jahrzehnten zusammen. Berühmt wird sie für ihre Vorhänge, die meist in Rem Koolhaas Gebäuden hängen. Sie macht aus dem zuvor vernachlässigten Accessoire ein zentrales Element moderner Architektur. Wie in der Casa da Musica im portugiesischen Porto. Das Konzerthaus wurde 2005 eröffnet. Oder in der niederländischen Botschaft in Berlin 2003 gebaut, ebenfalls von Rem Koolhaas. Der Architekt Rem Koolhaas und das Office for Metropolitan Architecture sind intensiv beteiligt. Er ist sozusagen der Dritte im Bunde. Er würde es sich anschauen und sagen, ich mag die Idee, aber die Größe der Muster ist zu klein oder zu groß. Textilien und Architektur als Gesamtkonzept. Jeder Vorhang hat eine Entwicklungszeit von 4 bis 5 Jahren, denn sie sind alle verbunden mit dem Gebäude. Es ist keine nachträgliche Idee, okay, machen wir einen Vorhang rein, sondern Teil des ganzen Narrativs, wie man durch ein Gebäude geht. 1991 hat Bles ihre Atelierfirma Inside Outside gegründet. Innenarchitektur mit dem Blick nach draußen, in die ganze Welt. Mit Aufträgen in China, der arabischen Welt, in Europa. Mitarbeiter von allen Kontinenten arbeiten im Amsterdamer Atelier. Ein Arbeitsplatz mit WG-Atmosphäre. Beim Mittagessen sind alle zusammen. Design als Teamerfahrung. Gerade beim neuesten Projekt, den 3 Ausstellungsräumen im Van Gogh Museum. Jeder mit anderen Anforderungen. Die Ausstellung Snapshot zeigt Gemälde und Fotos aus der gleichen Epoche, dem Ende des 19. Jahrhunderts. Man kann hier sehr gut diesen dramatischen Effekt des Lichts sehen. Das macht deutlich, worum es bei der Fotografie am Ende tatsächlich geht. Licht und Schatten. 2 Hauptaspekte aus Fotografie und Malerei finden sich im Raumdesign wieder. Wir haben es geschafft, alles zu erreichen, fast alles, was wir wollten. Großartig. Design als Raum für die Kunst. Die Amsterdamer Ausstellung zeigt, wie Maler ab der Mitte des 19. Jahrhunderts die Fotografie als Inspirationsquelle nutzten. Wie aus Fotos Bilder wurden. Von den Eigentümern kommt Lob für die Raumgestaltung. Ich finde es fantastisch. Es ist sehr dynamisch und originell. Es erweckt die Ausstellungsobjekte zum Leben. Mitte Oktober ist die Ausstellung eröffnet worden. Ich denke, die Intimität der Bilder spiegelt sich in der Ausstellungsgröße und im Gesamtdesign wider.
Es ist sehr offen und lädt mich ein, die Fotos wirklich zu betrachten. Das Design? Ich glaube, da fällt mir nichts wirklich Spezielles ein. Vielleicht ist dies das beste Kompliment für Petra Blaes. Innenarchitektur, die Raum lässt für das Wesentliche.